Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum nächsten Unboxing, denn die Gusterbox ist da. Ja, ich freue mich. Und ich habe die vernascht, die Weltbox jetzt gekündigt. Ich habe die Schnauze voll. Jetzt ist der 17. Januar und die Box ist immer noch nicht da. Ich habe auch einen sehr wütenden Kommentar in Facebook geschrieben. Sie arbeiten daran. Ja, aber die Box kam noch nie rechtzeitig. Ich habe die jetzt seit 3 Jahren und die kam noch nie rechtzeitig. Nie. Und langsam, also ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich habe echt die Schnauze voll, das reicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt gekündigt. Ich gucke nach einer neuen. Gibt ja genug andere Boxen, die das auf jeden Fall hinbekommen. Und jetzt sind wir auf jeden Fall bei meiner Lieblingsessenbox. Und zwar der Degusta-Box. Und die werden wir natürlich jetzt miteinander aufmachen. Bevor wir mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Das Neujahrsgewinnspiel dürfte noch online sein. Das Boxengewinnspiel noch nicht, weil die vernaschte Weltbox ja noch nicht da ist. Aber es dürfte auf jeden Fall am Freitag ein Gewinnspiel online kommen und vielleicht auch nächsten Freitag. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann würde ich sagen, gucken wir, was in der Degusta-Box drin ist. Nach dem ganzen Ärger mit der vernaschten Weltbox freue ich mich auf die Degusta-Box. Wir nehmen zuerst die Zettel, die drin sind. Und zwar haben wir hier einmal den Zettel, wo die Produkte draufstehen mit Gnocchi alla Sorrentina. Gnocchi wäre ich ja schon dafür, dass die drin sind. Ich liebe Gnocchi. Genau, die Produkte, die lese ich euch natürlich nicht vor. Und einmal die Coldbox, die Gusta Coldbox. Das ist glaube ich die, da wo es, genau 3 in 1, da wo es 3 Boxen gab auf einmal. Und man nur 14,99 pro Box bezahlt. Die habe ich mir, glaube ich, schon bestellt. Muss ich tatsächlich nochmal gucken, aber ich bin mir sicher, dass ich die bestellt habe. Weil ich liebe die Codebox und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Genauso wie die Brandbox. So, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Das erste, was wir haben, ist etwas Großes. Müsli. Oh, Müsli freue ich mich immer. Und zwar von Dr. Oetker Vital ist unser Knusper-Müsli des Jahres. Knusper-Honey-Kakao. Sieht mega lecker aus. Ich liebe Kakao. Honig ist jetzt nicht so meins, aber meistens ist es in Müsli nicht so penetrant nach Honig schmecken. Deswegen werde ich das auf jeden Fall testen. Wenn es mir jetzt nicht schmecken würde, dann kann ich es auf jeden Fall meinem Mann geben. Der isst es auf jeden Fall. Und zwar Dr. Oetker Vitalis Müsli des Jahres Knusper Honey Kakao. Der Dr. Oetker Vitalis spricht mit dem neuen Konzept unser Müsli des Jahres alle Liebhaber von Knusper Müslis an. Vollkornhaferflocken sind mit Bienenhonig und Kakao knusprig gebacken und machen das Müsli gemeinsam mit köstlichen Weizenpops zu einem crunchy, leckeren Frühstücksgenuss. Das ist echt mega lecker. Bekomme ich gleich wieder Hunger. Aber nein, gibt jetzt nichts. Also Müsli, wie gesagt, geht immer. Dann haben wir etwas Kleines und zwar, ich habe keine Ahnung, ob die schmecken, diese Pocket Coffee, kühl und trocken aufbewahren. Espresso. Ich habe die noch nie probiert, keine Ahnung, wie die schmecken. Sieht aber mega interessant aus, werde ich auf jeden Fall testen. Und zwar Ferrero Pocket Coffee, kosten 3,49 €. Würde ich nicht kaufen. Die perfekte Kombination aus Espresso und Schokolade. Pocket Coffee für einen echten flüssigen italienischen Espresso mit knackiger Schokolade. Dank des praktischen Taschenformats kannst du mit Pocket Coffee immer und überall den perfekten Genusskick mit Kaffee erleben. Egal ob zu Hause, bei der Arbeit oder auch unterwegs. Ich hoffe, dass das nicht zu bitter ist, weil es ist auch dunkle Schokolade, deswegen. Und Espresso. Normaler Kaffee wäre in Ordnung gewesen, aber Espresso, ich weiß nicht. Ja, werde es auf jeden Fall trotzdem wahnsinnig gerne testen. Wie gesagt, kenne ich noch nicht, habe ich noch nie probiert. Aber Ferrero ist ja eigentlich schon gut. Aber ich mag zum Beispiel die Mangerie, mag ich genauso wenig. Aber ich werde es probieren. Kaffee mag ich ja. Dann haben wir etwas recht Wichtiges. Und zwar, was Großes. Cooking Sauce Collection. Join at where authentic Chinese flavor starts. Da will ich jetzt auf jeden Fall reingucken. Keine Ahnung, was das sein soll. Es sind auf jeden Fall viel Soßen drin. Was ist das? Cooking Guide, Englisch, Deutsch, Niederländisch. Das sieht ja lecker aus. Süße Sojasauce, Double Deluxe Sojasauce, Helle Sojasauce, Dunkle Sojasauce. Sind das nur Sojasauce? Chui Chow Chiliöl, Gelbe Bohnensauce, Chili Knoblauchsoße, Rindfleisch in Austernsoße. Okay, wenn das schmeckt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Keine Ahnung. Gebratene Lachs mit Paprika. Entenwrap mit
Hoisin-Soße. Oh, die hört sich gut an. Kalte Nudeln mit Portobello-Pilzen, hört sich auch gut an. Veganer Kebab aus Tofu und Gemüsespießen. Und gebratene Hähnchenkeulen mit gelber Sojasauce. Oh, das hört sich echt alles mega lecker an. Okay, also das werde ich auf jeden Fall aufheben. Und dann haben wir eben einmal Premium Oystersoße, also das ist diese Austernsoße. Keine Ahnung, wie die schmeckt. Interessant. Ich finde es aber cool, dass die da so mehrere reinpacken. Das ist diese Yellow Beans Soße, also diese gelbe Bohnensoße. Dann einmal diese Chili Garlic Soße. Einmal dieses Chui Chow Chili Öl. Sieht auch interessant aus. Sieht man hinten rein. Einmal die Hoisin Soße. Nochmal Chui Chow Öl und zweimal Sweet Soy Sauce. Ich finde das cool. Werden wir auf jeden Fall verwenden, weil wir letztes Mal da Asiennudeln gekauft und da werden die bestimmt dazu passen. Mega. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Wir lesen durch. Eine Lee Kum Kee Sachet Sample Box kostet 5,57 €. Habe ich mir gedacht, dass das teuer ist. Lee Kum Kee ist seit 1888 der Erfinder der Austernsoße. Unsere Probierbox enthält kleine Tütchen an Umami-Geschmacksrichtungen mit der Auswahl an Lieblingssoßen, du die Geschmackswelt von Lee Kum Kee entdeckst. Außerdem ist ein Rezeptbuch enthalten für die abenteuerlustige Küche. Das finde ich schon cool. Werde ich auf jeden Fall meinem Mann geben. Der wird hoffentlich was damit anzufangen wissen. Weil ich bin nicht so der große Kocher. Backen, ja, aber kochen tut eher mein Mann. Dann haben wir etwas Light Tea. Ja, cool. Und zwar hatten wir den Fitvia Yellow Power Body Tea. Steht das da? Früchtetee aromatisiert mit Ananas-Papaya-Geschmack. Oh, lecker. Hört sich echt gut an. 3 Gramm Tee mit 100 ml Sprudeln kochen im Wasser aufgießen. 3 Gramm Tee ist ja echt nicht viel. Das sind 100 Gramm. Kommen schon einige Tassen raus. Ja, Wahnsinn. Das sieht echt mega lecker aus. Also Ananas-Papaya-Geschmack, der muss ja fast gut sein. Und zwar Fitvia Green Power Tea hätte es gegeben und den Yellow Power Tea. Dann bin ich echt froh, dass ich diesen hatte. Fitvia Sweet But True. Hydration ist die einfachste Form, dir und deinem Körper etwas Gutes zu tun. Dir fällt es schwer, täglich ausreichend zu trinken? Dann verabschiede dich von Farbenwasser und sag Hi zur gesunden Alternative voller Geschmack und natürlicher Süße. Eine Sorte pro Box. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich diesen Yellow drin hatte, weil mit Grün hier habe ich es tatsächlich nicht so. Cool! Und dann auch noch 100 Gramm. Happy New You. Mega. Bringt ja dann auch beim Abnehmen was. Hat auf jeden Fall plus 3 Kilokalorien pro 100 ml. Ist auf jeden Fall nicht viel. Und hält bis 30.04.22. Ist gar nicht so lange. Finde ich cool. Weil Fitvia ist echt teuer, wissen wir ja. Steht das auch dort? 14,90. Ja, 14,90 für den Tee. So ein teures Produkt hatten wir, glaube ich, noch nie in der Degusta-Box drin. Dann muss ich was erwischen. Eine Dose? Nein, ein Becher. Ach, die werde ich mir morgen, glaube ich, gleich machen. Ja, ich habe gerade Hunger. Cup Noodles Veggie Miso Japanese Style Soup. Die habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gekauft, als sie bei der Coupon-Aktion im Angebot waren. Suppe mit Instant-Nudeln und Gemüse, Miso-Geschmack. Und die waren bis jetzt eigentlich immer lecker. Sogar die Shrimp-Nudeln mochte ich wahnsinnig gerne. Und zwar, Nissin Cup Noodles Veggie Miso kostet 1,19 €. Nissin Cup Noodles Veggie Miso vereint den sanften Geschmack der japanischen Miso-Paste mit kräftig würzigen Aromen von Gemüse. Ein echtes asiatisches Geschmackserlebnis für alle Vegetarier und Liebhaber der fernöstlichen Küche. Aber tatsächlich keine vegetarische Version. Bin ich gespannt, wie die schmeckt. Aber die wird bestimmt auch gut sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht gut ist. Dann haben wir ein Produkt noch. Und zwar, ich glaube, das ist eine Schokolade. Eine interessante Schokolade auf jeden Fall. Und zwar von Alpina. Gefüllte Alpenmilchschokolade Veggie Love Green Smoothie mit Spinat, Birne und Matcha. Okay, ich hoffe, das schmeckt. Also mit Birne habe ich es eigentlich nicht so, aber ich werde es trotzdem auf jeden Fall probieren. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dann so wahnsinnig süß schmeckt, obwohl es ist nochmal Schokolade rundum. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wenn das schmeckt. Produkt des Monats, Alpina. Alpina Veggie Love kostet 1,29 €. Vollmilchschokolade trifft auf Gemüse. Veggie up, liebe Schokofans. Mit den 3 außergewöhnlichen Sorten von Alpina Veggie Love bekommst du einen Gemüsekick auf vollmilchsüße Art. Ob Karotte und Mandel, rote Beete und Karotte oder Green Smoothie. Jede Sorte gibt dir ein ganz neues Geschmackserlebnis und pure Harmonie. Eine Sorte pro Box, genau. Also da hätte es diese Birne gegeben und auch noch einmal Karotte und einmal rote Beete. Also rote Beete konnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen und Karotte finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das ist beides süß. Ja, Birne ist auch süß. Also ich kann mir das schon vorstellen.
bin auf jeden Fall gespannt, wie die schmecken. Ich finde das Packaging auf jeden Fall sehr schön. Das ist dieses Mal so Papier. Also nicht so ein glattes Papier, was sonst immer war, sondern so ein raues Papier. Kann man das sagen? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So ein Recycle-Papier in der Art. Ja, dann haben wir ein Glas. Und zwar, das kann ich auf jeden Fall brauchen. Gefrier getrocknete Petersilie entspricht ca. 90 Gramm frische Gewicht. Petersilie geht immer. Und da habe ich tatsächlich nicht von Legustis, sondern glaube ich von günstig gab es das auch. Einmal Schnittlauch und einmal Basilikum, glaube ich. Aber ich glaube Petersilie noch nicht, wenn ich mich nicht alles täusche. Also sehr gut, können wir auf jeden Fall brauchen. Legusto, gefriergetrocknete Petersilie, 99 Cent, würde ich jetzt auch ausgeben. Finde ich nicht schlecht, weil für einen neuen Bund zahlt man auch schon nicht wenig und dann wird der schlecht. Und das ist gefriergetrocknet, das wird auf jeden Fall nicht schlecht. Legusto, gefriergetrocknete Petersilie, ist küchenfertig und wird wie frische Petersilie angewendet. Durch die schonende Gefriertrocknung bleibt das volle Aroma und das natürliche Aussehen erhalten. Und der Zugabe von etwas Wasser entfaltet sich sofort das frische Aroma. Extra leicht zu dosieren, auch ohne Kühlung lange haltbar, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. 100% Natur. Finde ich sehr gut. Ja, können wir auf jeden Fall brauchen. Da wird sich mein Mann auf jeden Fall freuen. Bis jetzt wieder eine tolle Box. Gucken wir, ob es so toll weitergeht. Dann haben wir etwas Kleines und zwar, die sehen auch lecker aus. Ich mach die mal auf. Und zwar ist das Minis Your Adventure Crunchy Peanut Butter. Ja, cool, Clif Bars Mini. Okay, also ich kenne die Clif Bars, ich weiß, dass es da was gibt und ich wollte schon lange was testen, aber die sind glaube ich auch nicht belegt, deswegen gucken wir mal. Clif Bar Crunchy Peanut Butter, 1 Euro je Clif Mini. Ja, also ich finde das schon viel für so ein kleines Ding, so 1 Euro. Ja, aber cool, dass wir die jetzt testen können. Also wie gesagt, 1 Euro. Die Clif Minis sind die neue Snack-Variante der Clif Bar. Den ultimativen Energiespiegel mit Sorgfalt aus einer großartigen, den ultimativen Energieriegel. Mit Sorgfalt aus einer großartigen Mischung von pflanzenbasierten Zutaten aus nachhaltigem Anbau hergestellt. Der Clif Bar Energieriegel liefert dir eine köstliche Mischung von Protein, Fett und Kohlenhydraten, damit du die Welt bewegen kannst. 2 Clif Mini pro Box. Wird nicht lange durchhalten werden. Ich glaube, da esse ich gleich danach ein. Oder vielleicht auch morgen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde es ja bald einessen. Oder auch beide. Dann haben wir eine etwas Luftpolsterfolie auf jeden Fall. Ein Glas. Ah ja. Das ist das, was ich schon mal runtergeworfen habe. Da wird sich mein Mann freuen. Und zwar Poderavka hausgemachte Eiwa mild mit gebratenem Paprika ohne Konservierungsstoffe. Ach, das sieht mega lecker aus. Gemüsezubereitung ohne Konservierungsstoffe, pasteurisiert. Nur 4 Zutaten. Und zwar gebratene Paprika, Auberginen, Sonnenblumenöl und Salz. Das finde ich cool. Tatsächlich nur 4 Zutaten. Und es sieht echt mega lecker aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ist ein bisschen grell, okay. Aber komme ich auch schon wieder Hunger. Podravka Aiva hausgemacht, mild 350 Gramm, kostet 2,59 €. Ist schon teuer. Eine Gaumenfreude, wie sie nur ein traditionelles Rezept bieten kann. Der intensive Geschmack von gerösteter Paprika, blaue Aubergine höchster Qualität, Sonnenblumenöl und Salz sind die einzigen Noten, die man für die Komposition braucht. Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, für was man Aiva hernimmt, aber ich glaube, wir haben es letztes Mal auch einfach nur für Nudeln hergenommen. Und war auf jeden Fall lecker. Bin gespannt, wie das schmeckt. Das letzte war nämlich, glaube ich, scharf. Und mild ist mir natürlich lieber, ich habe es nicht so mit scharf. Okay, dann ist hier noch etwas Rechteckiges drin. Und zwar, ja, kennen wir schon, Cereo. Und zwar dieses Mal Pasta-Soße, Kräuter. 100% Pomodoro Italiano. Können wir auf jeden Fall auch brauchen. Kann man sogar auf Pizza drauf tun anscheinend. Sieht auf jeden Fall mega lecker aus. Und zwar, hier ist ein Eiweißrezept, genau. Das sind eben diese Gnocchi alla Sorrentina. Nein, Schmarrn, das ist mit dem Gnocchi alla Sorrentina, genau. Und zwar Cereo Pasta-Soße mit Kräutern, 99 Cent. Cereo Pasta-Soße mit Kräutern, 390 Gramm, 100% italienische Tomaten innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte verarbeitet. Fein gehackte Cereo-Tomaten verfeinert mit Tomatenmark und Kräutern für ein intensives Geschmackserlebnis mit der richtigen Balance zwischen Fruchtfleisch und Saft. Keine Konservierungsstoffe und glutenfrei. Pasta-Soße geht auf jeden Fall auch immer. Hätte ich mir jetzt nicht reingewünscht, aber ich werde es auf jeden Fall verwenden. Dann war es das jetzt. Ich guck jetzt rein. Also hier ist nichts mehr, hier ist noch was. Hier ist noch was und zwar wieder was in Luftpolsterfolie. Und zwar von Kühne natürlich gut. Joghurt-Wildkräuterdressing. Das
sind da für Wildkräuter drin? Trinkwasser, Magermilch, Joghurt, Rapsöl, Zuckerstärke, Branntwein, Essig, Eigelb, Speisesalz, Zitronenkonzentrat, Wildkräuter und zwar Kresse, Bärlauch und Sauerampfer. Liebstöckel. Kenne ich noch nicht, mit Waldkräuter auf jeden Fall. Kühne, natürlich gut, Joghurt, Wildkräuterdressing, kostet 1,99 €, würde ich jetzt mit dieser kleinen Flasche nicht kaufen, das wäre mir auch auf jeden Fall zu teuer. Powered by Nature, bei der natürlich gut Range von Kühne ist der Name Programm. In unserem köstlichen Joghurt-Wildkräuterdressing dürfen 100% natürliche Zutaten mitmischen und sonst noch nichts. Feine Kresse, Bärlauch und Sauerampfer geben der All-Time-Favorite-Sorte Joghurt ihren besonders aromatischen Twist. Den knackigen Salat schmeckt natürlich einfach am besten. Am besten. Gut, oder? Da freue ich mich auf jeden Fall. Ich bekomme so Hunger, wenn ich das alles aufs Orange gucke. Ich bekomme so Hunger. Und dann ist noch was drin. Und zwar, zweimal das gleiche. Da wird sich mein Mann auf jeden Fall drüber freuen. Und zwar von Harvester. In Sonnenblumenöl Thunfischfilet, Serviervorschlag. Sind 80 Gramm, das ist so eine kleine Dose. Meistens kauft er sich die von Soupiquet, diese größeren Dosen, das sind jetzt mal kleinere. Und zwar Harvester Thunfischfilet in Thunfischfilets in Aufguss und in Sonnenblumenöl. Kosten 1,29 €. Thunfischfilets von Harvester gibt es in den Varianten Aufguss, Olivenöl, Sonnenblumenöl. Ideal, um jedes Gericht mit leckerem Thunfisch zu verzaubern. Natürlich sind die Thunfischprodukte von Harvester MSC zertifiziert. Wie wäre es mit einem leckeren Salat mit Thunfisch oder einem Thunfisch-Sandwich? Harvester Thunfisch findest du im Fischdosenregal. Oh, so ein Thunfisch-Sandwich wäre schon mal was. Muss ich mal nach dem Rezept suchen. Ja, und das war's dann. Ja, was verlose ich an euch? Das wird jetzt relativ einfach, weil ich das in einer anderen Box noch drin habe, aber in welcher sage ich noch nicht. Deswegen werde ich auf jeden Fall die Alpina-Schokolade an euch verlosen, denn die habe ich dann zweimal und die brauche ich natürlich nicht zweimal. Dann kann sie auch einer von euch testen. Genau, also wir gehen nochmal durch. Einmal von Alpina die Schokolade, die an euch geht. Zweimal Thunfisch, wo sich mein Mann auf jeden Fall freut. Dann einmal eine Pastasauce mit Kräuter, geht auf jeden Fall immer klar. Dann einmal Joghurtdressing, geht auch immer klar. Genauso wie Eiwa, kann man auch immer brauchen. Dann einmal Kräuter, wer braucht keine Kräuter. Einmal die Suppe, die werde ich mir morgen auf jeden Fall machen, da freue ich mich schon drauf. Einmal die Pocket Coffee, da bin ich echt wirklich gespannt, wie die schmecken. Dann einmal von Cliff diese Schokoriegel, da wird auf jeden Fall einer oder zwei gleich hier hinten hinwandern und nachher gegessen. Dann einmal das Vitalis Müsli, geht auch wie gesagt immer. Einmal der Tee, bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Und einmal die Box, finde ich auch eine wahnsinnig coole Idee. Ja, und dann war es jetzt tatsächlich wieder. Es kommt mir zwar dieses Mal ein bisschen wenig vor, aber es waren tatsächlich 14 Produkte. Wenn man jetzt alles einzeln zählt, auch diese Cliff und auch die zwei Thunfisch, waren es 14 Produkte. Es ist auf jeden Fall, finde ich, dieses Mal eine wahnsinnig wertvolle Box. Ich glaube, dass wir noch nie so eine wertvolle Box hatten. Wenn man allein dieses Soßenset für 5,57 € rechnet und dann auch den Tee für 14,90 €, dann kostet diese Ferrero noch 3,49 €. Müsli ist auch nicht gerade billig. Also es ist echt eine teure Box, finde ich. Aber ich finde es cool. Ja, also was sage ich allgemein zur Box? Es ist wieder nichts drin, was ich nicht verwenden werde. Auf jeden Fall. Ich hätte auch die Schokolade gleich probiert, aber die geht an euch, weil wie gesagt, ich habe sie sonst zweimal. Aber sonst ist tatsächlich nur Sachen drin, die man brauchen kann. Mir wäre vielleicht noch lieber gewesen, wir hätten noch was Normalschokoladiges drin gehabt. Ach, wir hatten ja was Normalschokoladiges. Wir hatten ja die Schokolade. Die Schokolade, die Pockets und das Müsli. Okay, das ist eigentlich genug. Aber dieses Mal ist es auf jeden Fall eher eine... Ach ja, und diese Riegel hatten wir auch noch. Also viele Sachen. Aber trotzdem eben auch viele normale Essenssachen, was ich sehr, sehr gut fand. Knabberzeug fehlt mir vielleicht so ein bisschen. Könnte man auch mal wieder reintun, aber ist jetzt nicht schlimm, weil das essen wir eh relativ selten. Ja, also ich fand die Box wieder wahnsinnig, wahnsinnig gelungen, muss ich sagen. Bin begeistert, kann mich nicht beschweren. Und dann war es das auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was euch jetzt aus der Box am besten gefallen hat. Und ob ihr euch über die Veggie-Schokolade freut, würde mich sehr interessieren. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Tschüss!